Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dr. Cares. Wir machen weiter mit Level 7. Überprüfe regelmäßig Scrappys Infusion. Alles klar, das werden wir tun. Alles oder nichts. Es war so schön, dich wiederzusehen, Amy. Ich hoffe wirklich sehr, dass du zurück nach New York City kommst. Ich werde mich weiter auf Stellen dort bewerben. Ich kann doch jetzt nicht aufgeben. Amy, aber... Mach dir keine Sorgen, die gute Crystal hilft weiter. Kristall oder wie auch immer. Zu meinen Kontakten zählt bestimmt auch irgendwo eine tierärztliche Klinik. Wow, danke Crystal. Ich habe dank dir direkt wieder bessere Laune. Oh. Gute Reise zurück. Lisa, es hat mich so gefreut, dich kennenzulernen. Ja, ja, mich auch. Fahr vorsichtig. Hoffentlich sehe ich euch beide schnell wieder. Okay, bedeutet das jetzt, dass sie doch keine Tierärztin ist? Ich weiß es nicht. Also, es sieht leider nicht sehr gut aus. Es tut mir leid, Becca, aber ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns mit dem Gedanken beschäftigen müssen. Was? Du meinst doch nicht etwa, dass wir Scrappy einschläfern müssen? Es muss doch etwas geben, das wir tun können. Wir können doch noch nicht aufgeben. Ein Nierenversagen kann verschiedene Gründe haben. Wir können noch eine Sache versuchen, aber es ist riskant. Es könnte seine Situation nur noch verschlimmern. Bitte, Arthur, Scrappy ist ein Kämpfer. Er verdient jede Chance. Amy, wir müssen ihn für eine OP vorbereiten. Ich werde heute Abend deine Hilfe benötigen. Okay. Ja, also die Crystal oder aber auch Kristall, wie auch immer, ist jetzt anscheinend doch keine Tierärztin. Ich hatte mich da ja in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß es gar nicht, ein bisschen gewundert, weil ich so dachte, ja, passt das denn so zu ihr, weil doch sonst immer alles so klischee-mäßig ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie sich einfach so an der Uni kennengelernt haben und, ja, keine Ahnung, sie irgendwas anderes studiert hat. Wie ist denn das hier? Das geht ja mal überhaupt nicht schnell, aber gut. Das hier, also doch, das geht sehr schnell, das meine ich eigentlich damit. Bitteschön, bitteschön. Das geht tatsächlich jetzt sehr fix. Dann machen wir das einmal so und dann machen wir das nochmal so. So, so, dann bist du gleich dran, aber ich denke, wir müssen vorher dann nochmal zu Scrappy, ne? So, Nägel schneiden. Bitteschön, dann nochmal eben zu Scrappy. So, dann ist das für dich, mein Lieber. Ach, Newton. Ich vergesse immer Newton, ne? Ist unglaublich. So, jetzt warte ich nochmal eben, dann bekommst du nämlich den Herzanhänger. Bitteschön. Dann können wir hier abkassieren, dann kann die Lisa nämlich da gleich ein bisschen Platz machen. Genau, kannst du hier schon mal bitte aufräumen? Wir bringen mal eben das Hundefutter rum. Und dann kann Lisa auch noch hier aufräumen, dann warte ich noch eben auf ihn. Er bekommt dann einmal das Herz. So, bitteschön. Dann kümmern wir uns wieder um den kleinen Scrappy. Prima. Oh ja, wie prima. So, wir könnten gleich nochmal eben auffüllen, je nachdem, was sie möchte. Sie möchte das hier. Oh Mann, da muss ich wieder das rausziehen, ne? Zack, 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 zack. Ja, geht doch einigermaßen gut manchmal. Und ich vergesse schon wieder die ganze Zeit den Newton. Aber das geht ja auch relativ schnell, ne? Also die sagen ja relativ schnell, was sie haben möchten. Deshalb ist da gar nicht so lange Wartezeit. Awesome. So, nochmal eben schnell, genau, zu Scrappy. Ach, der Ball ist jetzt neu. Genau, dann füllen wir mal eben kurz das Futter auf. Jetzt kommst du mal bitte dahin, dann bekommst du nämlich erst die Maus. Machen wir das so. Gehen fixieren, dann Stethoskop für dich und Ohrenstäbchen für dich. Da kommt schon der nächste. Wir müssen jetzt gleich ein bisschen Platz machen. Genau, jetzt erstmal die Ohren sauber machen. Zack, zack, zack. Das geht zum Glück relativ schnell. So, ach ja, ich muss abkassieren. Genau, erst dann kann sie ja sauber machen. Scrappy, ich komme mal eben fix zu dir. So, sauber machen, damit er gleich dahin kann. Nicht, dass er da jetzt total ungeduldig wird. So, für dich ist der Knochen. Da hätte ich jetzt rein theoretisch eigentlich auch warten können, genau, bis er sich entscheidet. Das ist immer ein bisschen doof, ne? Das habe ich hier jetzt irgendwie noch nicht so drin. Ich hoffe, das kommt aber noch. So, Stern Nummer 1 haben wir gleich. Dann schicke ich Newton mal eben kurz dahin, mache das nochmal so. Dann lassen wir ihn da unten ein bisschen warten. Dann können wir nämlich mit den dreien gleich eine schöne Dreier-Kombo machen, hoffentlich. Das ist dann... gleich für dich. War ich jetzt ein bisschen voreilig. Hast du es denn genommen? Ja, hast du. Super. So, dann kassieren wir eben. Dann gehen wir hier hin. Dann musst du gleich oben aufräumen, Lisa. Und dann gucken wir mal, was noch so ansteht. Stern Nummer 2 kriegen wir auch. Sollte auch kein Problem sein. Der dritte eigentlich auch nicht. So, der grüne Ball für dich. Bitte schön, Scrappy. Ich komme. Ich hoffe wirklich, dass wir ihm noch helfen können. Aber ich denke schon, oder? Ist in den Hearts Medicine Teilen jemand gestorben? Ich überlege gerade, der Vater von dem einen Mädchen war doch so krank, ne? Ich meine, mich erinnern zu können, dass das irgendwie so war. Und wir hatten doch auch... Was war denn da noch? Irgendjemand war noch so krank. Stimmt, dieser alte Mann. Ganz am Anfang. Aber der ist auch nicht gestorben. Der hat auch überlebt. So ganz so dramatisch wird es hoffentlich nicht. So, wir haben es aber geschafft. Super.
Amy, bist du bereit? Wenn ich jetzt, wann dann? Wann dann? Wann dann? Scrappy wird anschließend sehr schwach sein. Jemand sollte ihn die ganze Nacht überwachen und seine Werte im Auge behalten. Ich kann heute Nacht bleiben, kein Problem. Nun gut, verlieren wir keine Zeit. Machen wir uns an die Arbeit. Ich werde etwas für euch kochen und vorbeibringen. Danke, Lisa, aber bitte keine Sorge, ich weiß, dass du Vegetarierin bist. Amy, wir müssen beginnen. Okay, sie ist also Vegetarierin, auch schon gut zu wissen. Schaffen wir es in dieser Folge durch, wenn ich jetzt nicht ganz so lange quatsche, vielleicht, ne? Räum mir die Klinik auf. Okay, der Hund ist weg. Ach, herrje, was ist denn hier passiert? Lisa, oh nein, ich muss wohl eingeschlafen sein. Oh nein, 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 wo ist Scrappy? Hey, beruhig dich, vielleicht hat Arthur ihn ja mit ins Labor genommen. Sehen wir einmal. Hilfe! Bah! Der ist ja wieder voll fit. Oh, was für eine Erleichterung! Die beiden haben mir einen Schreck. Oh, Scrappy, ich bin so froh, dass es dir wieder gut geht. Amy? Opa, es tut mir so leid. Ich muss eingeschlafen sein. Lisa hat mich gerade geweckt. Das erklärt allerdings noch nicht alles. Wie es aussieht, hat Scrappy eine kleine Party anlässlich seiner Genesung veranstaltet. Also, wenn ich mir das hier so richtig ansehe, dann scheint es ihm ja wieder richtig gut zu gehen. Ich werde aber erst noch einige Labortests durchführen, um sicherzustellen, dass dem auch so ist. Okay, und wir müssen hier aufräumen, ja? Ich habe gerade schon mal geguckt, was hier so alles rumliegt. So, 100. Ja, das hier können wir uns leisten, ne? Wisst ihr was? Das machen wir auch eben. So, was liegt denn hier alles rum? Wir haben jetzt erstmal neue Produkte. Wie ist das? Achso, einfach nur anklicken. Ja, gut, dann sollte das doch relativ schnell machbar sein, ne? Hier nochmal, da nochmal. Das gehört nicht dazu. Das gehört dazu und damit haben wir es schon. Ach, krass. Das ging ja schnell. Das ging ja echt schnell. Richtig gut. So, du bekommst dann... Ja, direkt das Falsche genommen. Du bekommst dann das blaue Halsband und du bekommst dann das blaue Halsband mit Herz. Bitteschön. Newton, geh mal eben dahin, während ich hier alles vorbereite. Lisa, du kannst hier vorne aufräumen gehen. So, Dornen und Glassplitter rausziehen. Na, komm schon. Na, komm schon. So, du bekommst den Ball. Bitteschön. Dann können wir hier schon mal kassieren. Dann kann Lisa hier gleich aufräumen. Du gehst hier hin. So, und dann heißt es jetzt wieder auf Karl achten. So, du bekommst einmal die Spielzeugmaus und das hier dazu. Bitteschön. Können wir auch schon direkt kassieren. Awesome. So, ist hier eigentlich das Maximum jetzt 3? Ja, Maximum ist 3. So, du räumst auf. Newton geht hier hin. Wir schneiden dir die Krallen. Liebes Kätzchen. So, und so, und so. Miau. Und dann geht Newton, ja, geht Newton gleich dahin. So, bitteschön, Stethoskop für dich. Der Herr da unten muss noch ein kleines bisschen warten. Und da ist doch schon der Karl. So, abkassieren. Und Lisa, meine Liebe, du räumst hier auf und danach nochmal hier auf. So, Newton, du gehst dahin. Dann machen wir das so und so. Das ist für dich. Du bekommst ja gleich den grünen Fußball. Na, komm schon. Da oben habe ich echt immer Probleme, ne? Echt merkwürdig. So, Zweier-Kombo ist in Ordnung. Nee, Quatsch, ich wollte gar nicht Newton, obwohl jetzt kann Newton dahin gehen. Ist schon in Ordnung. Lisa räumt auf. Wir säubern die Ohren von Grumpy Cat. Sieht echt so ein bisschen so aus, ne? Yay, geschafft. So, der mit der süßen Nase entscheidet sich für Hundefutter und einmal das Halsband mit Herzanhänger. Bitte schön, Newton einfach mal dahin. Wobei, das bringt ja eigentlich gar nichts, ne? Ich bin ja sofort da. Es ist ja nicht so, dass die jetzt hier die mega lange Wartezeit haben. Also eigentlich bringt es gar nicht so viel. Aber es ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn ich mich dran gewöhne, den immer zu nutzen. Denn die Level werden ja doch schwieriger. Und dann ist es vielleicht gar nicht schlecht. So, Lisa aufräumen, Newton hierhin. Dann einmal die Pipette mit der blauen Flüssigkeit. Da kommt auch schon der nächste. So, du wartest jetzt noch einen Moment. So viel Zeit muss sein. Das Futter können wir gleich wieder auffüllen. So, machen wir das mal eben. Awesome. So, Lisa geht hierhin. Da kommt schon der nächste. Newton einmal hierhin. Und Newton dann am besten gleich auch direkt hier vorne hin. Ach, ich hätte... Ach, doof. Ja, das war jetzt blöd. Das war jetzt richtig blöd. Newton, geh da nochmal hin. Stethoskop hier hin, genau. So, dann bekommst du den Knochen. Jetzt war ich gerade kurz ein bisschen raus für einen kurzen Moment. Das hier dazu und das dazu. Dann haben wir da eine Vierer-Kombo. Okay. So, Lisa jetzt auf jeden Fall aufräumen. Wir haben noch eine liegen frei. Wuff-Debber. Ja, mal wieder Wuff-Debber. Das freut mich. So, Stethoskop und einmal die Zange. So, das
das hier raus. Dann können wir hier auch jetzt direkt kassieren. Ich denke, das werden wir alles hinbekommen. Der Tag ist ja noch nicht mal zu Ende und wir sind jetzt schon so weit. Ach gut. So, das hier einmal und ich nehme immer das Falsche, ne? Das Blaue. So, hier wird abgeräumt. Dann bekommst du einmal die Pipette. So, Newton hier hin. Dann kannst du da aber jetzt noch warten. Dann nochmal die blaue Flüssigkeit. Nein! Nein, doof! Ich dachte, sie schafft es bis dahin, aber gut. Ist, wie gesagt, halb so wild, ne? Da aufräumen. Und sie ist jetzt die Letzte und bekommt die Maus. Bitteschön. So, komm, weiter. Vielleicht kriegen wir es echt durch in der Folge, je nachdem, wie viel Story kommt. Ach, was für ein Tag. Ich könnte jetzt 1000 Jahre... Wer ist deine allerbeste Freundin? Questel. Du wirst es nicht glauben. Wir haben Scrappy gerettet. Das ist mein Mädchen. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich habe dir einen Job in der Fällig-Positiv-Tierklinik in New York besorgt. Auch bekannt als die allerbeste Stelle für Tiermedizin in der Welt. Wir können wieder zusammen wohnen. Was? Aber Amy, du... Wow, Crystal, tausend Dank, das ist... Hey, keine Ursache. Meine beste Freundin fehlt mir einfach. In der Stadt ist es so langweilig ohne dich. Amy. Aber jetzt müssen wir erst feiern. Lisa, bist du dabei? Geht schon einmal vor, ich muss die Klinik noch schließen. Okay, aber mach nicht zu lange, sonst haben wir uns schon all die süßen Jungs geschnappt, bevor du da bist. Oh Mann, die Lisa ist voll traurig. Aber ganz ehrlich, es war so klar, dass sie irgendwas mit der Klinik mit dem Pudel zu tun hat. Amy, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, was du und Arthur für Scrappy getan habt. Das ist doch selbstverständlich, Mrs. Butterworth. Wir lieben ihn doch auch. Du kannst stolz auf dich sein, Amy. Deine Zuversicht hat meinem besten Freund das Leben gerettet. Ich kann dir gar nicht genug danken. Snackford wäre auch nicht dasselbe ohne unsere ansässige Haustierexperten. Und jetzt, da Arthur in Rente geht, bin ich froh, dass du die Klinik weiterführen wirst. Oh, Liebes, er hat es dir noch nicht gesagt. Es tut mir so leid, ich hätte dir nichts sagen sollen. Nein, schon gut, ich bin dankbar für die Info. Okay, wir beide müssen uns jetzt auf den Weg machen. Sag Amy Danke, Scrappy. Aber wenn Opa in Rente geht, was wird denn aus der Klinik? Ladenschluss, Ladenschluss. Warum hat mir das noch niemand gesagt? Noch nicht einmal Lisa. Sie hat doch bestimmt davon gewusst. Oh, dumme Amy, und du redest die ganze Zeit davon, wegzugehen, wenn alle hier doch von dir erwarten, dass du bleibst und die Klinik weiterführst. Wie kann ich jetzt nur die Stelle antreten, die Crystal mir besorgt hat? Ich kann Opa doch nicht im Stich lassen. Gestern hatte ich nicht einmal eine gute Chance und jetzt habe ich gleich zwei. Oh Mann. Dann ist ja doch nichts Krasses mit dem Opa. Ich hatte ja gedacht, dass der irgendwie, weiß ich nicht, total krank ist. Dabei geht er nur in Rente. Bediene abwechselnd Kunden am Tresen und am Behandlungstisch. Oh, sowas ist manchmal schwierig. Kann schwierig sein. So, 200. Wir kaufen jetzt die wunderhübschen Vorhänge. Und dann gucken wir mal, wie das so klappt. Also, abwechselnd Kunden am Tresen und am Tisch. Okay, okay. Also wenn die hier in einer einigermaßen guten Reihenfolge kommen, dann passt es ja. So, ich muss jetzt da auf jeden Fall gleich warten, ne? Sie darf ich nicht bedienen. Jetzt erstmal das rausziehen. Und das muss man sich dann natürlich während der Minispiele die ganze Zeit merken, ne? Das ist ein bisschen doof. So, kassieren kann ich aber schon mal. Ich habe auch ein relativ großes Tablett. Das bedeutet, ich kann mir das schon mal drauflegen. Ich muss aber jetzt erst ihn da oben behandeln. Und ich wollte ja... Nee, lieber nicht. Nee, lass mal lieber. Ich wollte jetzt gerade was anderes ausprobieren, aber vergesst es. Vergesst es. So, jetzt ist sie erstmal dran. Dann können wir hier zusammen kassieren. Dann müssen wir aber jemanden am Tisch bedienen. Oh, das ist schwer. Das ist echt schwer. Warum hast du die Glocke nicht genommen? Was war da los? Ich weiß es nicht. So, Newton, geh auf jeden Fall schon mal hier hin. Dann Stethoskop und Ohrenstäbchen für dich. So, dann machen wir das hier ganz schnell. Jetzt bedienen wir sie da unten. Und dann ist wieder jemand auf dem Behandlungstisch dran, genau. So, schnappen wir uns das hier aber schon mal und dann bekommst du das Stethoskop. So, bitteschön, das ist für dich. Das ist dann für dich. Hälfte des Tages haben wir schon. So, wir brauchen jemanden am Behandlungstisch. Du gehst da mal eben aufräumen. So, einmal das Hundefutter und einmal das blaue Herz. Und dann das hier für dich. So, bringen wir das erstmal rum. Amy, lauf. Lauf.
So, bring das rum, genau, machen da eine Kombo. Jetzt müssen wir sowieso wieder warten. Awesome. Können das nochmal eben auffüllen, dann bekommst du den Knochen und einmal das blaue Halsband mit Glocke. Ja, doch, es ist ja einigermaßen nett gemacht, ne? Die kommen ja in guten Abständen, würde ich mal so sagen. Oh, direkt alle Krallen schneiden. So, dann ist das hier für dich. Dann können wir hier kassieren, dann können wir warten. Wow, wir haben schon 1700 Punkte, nicht schlecht. Gut, gut. So, wir brauchen aber noch jemanden am Behandlungstisch. Oh Mann, das kann auch schwierig werden. Je nachdem, wer dann jetzt zum Ende kommt, ne? Das kann ganz schön hart sein. Also wirklich jetzt. Jetzt kommt erstmal sie. Okay, ich schick dich mal eben dahin. Aber wir schaffen es ja trotzdem von der Punktzahl her. Okay, so und so. So, dann geben wir dir das hier. Dann müssen wir erst die da oben bedienen. Das bedeutet, Newton geht dahin, da wird sauber gemacht. Du bekommst einmal das hier. Alles klar, dann bekommst du das. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gemacht. So, dann bekommst du das. Aber ich muss erst ihn bedienen. Oh nein. Das ist doch... Leute, das ist doch jetzt unfair. Genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Ich kann ihn nicht bedienen. Ich kann ihn nicht bedienen. Ich muss jetzt warten, bis der... Ach doch! Nee, ah jetzt... Hä? Nee, Quatsch. Nee, nee, ich hab mich verguckt. Ich kann ihn nicht bedienen, kann ich nicht machen. Weil ich davor jemanden bedient habe und dann habe ich ja die Aufgabe nicht geschafft im Endeffekt. Was ist das denn? Ich kann jetzt nur warten. Ja, dann werd sauer, Typ. Also ich meine, die Punktzahl habe ich erreicht. Ich will halt nur nicht, dass es dann trotzdem vielleicht nicht zählt oder so. Da habe ich gerade ein bisschen Bedenken. Deshalb zögere ich das lieber noch einen Moment raus. Komm, hau ab, Opa. Ich habe hier nichts mehr für dich. Bälle und Knochen sind für heute ausverkauft. Jetzt geh schon. Aber gut, so haben wir es wenigstens auf Nummer sicher gemacht und haben es trotzdem geschafft. So, dann kriegen wir es aber leider nicht mehr durch in dieser Folge, das Kapitel, glaube ich. Level 9. Erhalte 20 Kombos, Ketten oder Boni. Ja gut, das sollte man hinbekommen. Ernste Unterredung. Amy, wir haben dich gestern vermisst. Wo warst du? Opa geht in Rente und du hast mir nichts gesagt? Amy, es tut mir so leid, ich... Alle wissen es, außer mir. Ich musste es von Mrs. Butterworth erfahren. Er wird die Klinik schließen, wenn ich sie nicht übernehme, nicht wahr? Ich wollte da nur nicht hineingezogen werden, es war... Lisa, wir sollten uns doch alles sagen können. Es tut mir leid. Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, hey, worum geht's hier? Opa geht in Rente und niemand hat mir etwas gesagt. Ich wollte deine Pläne nicht beeinflussen. Hey, aufhören! Ihr seid beide wunderbar und wollt beide nur das tun, was richtig ist, oder? Es tut mir leid, Lisa. Es ist nicht dein Fehler. Ich wusste wohl einfach nicht, wie ich damit umgehen sollte. Es tut mir auch leid, wegen... Du weißt schon. Ich verstehe. Du wolltest nur, dass ich ganz unbeeinflusst meine Entscheidung treffe. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Soll ich den Job nehmen, den Crystal mir angeboten hat? Das bedeutet dann aber, dass die Klinik geschlossen werden muss. Oder soll ich hier in Snuggford bleiben? Zuallererst musst du mit Arthur reden. Dann kannst du dich entscheiden. Du hast recht, ich spreche heute Abend mit ihm. Okay, okay. So, 50. Davon können wir uns leider nichts kaufen. Was müssen wir tun? Ach ja, 20 Boni-Kombos oder Ketten. Alles klar, sollte hoffentlich kein Problem sein. Es gibt ja schon immer schön Bonus beim Abkassieren. Das ist ja schon ganz gut. So, da kommt der nächste. Ach, es gibt sogar einen Bonus, wenn ich schnell bin. Ja, dann sollte das ja erst recht kein Ding sein. So, pass auf, dann kassieren wir schon mal hier. Du bekommst dann das dazu und einmal die Zange dazu. Da wird abgeräumt. Dann, was müssen wir machen? Nägel schneiden, Krallen schneiden. So, dann bekommst du, wow, zwei Halsbänder direkt. Einmal das, ich habe Karl gehört, aber ich kann gerade nicht gucken. Dann ist das für dich, dann ist das für dich. Bitteschön. Oh, Karl war direkt zwischen den beiden. Habe ich gerade im letzten Moment noch gesehen, aber konnte ich jetzt leider nichts machen. So, wir haben ja schon über die Hälfte. Ach, super. So, dann warten wir da jetzt noch eben auf seine Bestellung. Was möchtest du, mein Lieber? Zwei Knochen, bitteschön. So, dann wird hier nochmal aufgefüllt. Und Lisa, du darfst mal wieder aufräumen. Was ist sie eigentlich? Einfach nur eine Freundin, die hier putzt? Oder ist sie tatsächlich Tierarzthelferin? Kann natürlich auch sein. So, die Ohren säubern. Bitteschön. Und was möchtest du? Du möchtest einmal die blaue Flüssigkeit. Was auch immer das ist, ich weiß es nicht. So, dann warten wir jetzt. Dann machen wir hier noch die Kombo. Ich habe jetzt vorhin gar nicht drauf geachtet, ob wir auch Punkte bekommen, wenn wir das hier abschließen. Aber eigentlich ja schon, ne?
eigentlich sollte das machbar sein. So, Krallen schneiden. Zack, zack. Da kommt die nächste. Das hier ist für dich. Bitte schön, dann können wir abkassieren. Newton, du bist mal wieder im Zug. Dann kann ich hier direkt mal auffüllen. Ach, wir haben es geschafft. Aber ich habe wieder nicht drauf geachtet, ob es Punkte gegeben hat. Naja, wird wohl. Auf jeden Fall sollte ich jetzt mal so langsam Karl finden. Nicht, dass ich das später vergesse. Aber wenn er wieder hier auftaucht, dann ist ja alles gut. Da ist er. Hallo, Karl. Wie schön, dass du da bist. So, dann blaue Flüssigkeit für dich. Awesome. Aufräumen und nochmal aufräumen. Und dann bekommst du einmal das Halsband mit Glocke. So, Lisa, meine Liebe, du darfst gleich hier vorne wieder aufräumen. Dann einmal das Stethoskop. So, Stern Nummer 1 haben wir ja gleich schon. Ach, super. So, dann warten wir noch eben kurz auf ihn. Einmal Hundefutter und auch direkt abkassieren. Oh, da kommen schon die nächsten beiden. Hier wird aufgeräumt. So, Ohrenstäbchen für dich. Newton, du gehst schon mal hier hin. Dann eben hier säubern, genau. Stethoskop für dich. Und dann Hundefutter. Wow, jetzt geht's schnell. Hundefutter für dich. Und dann einmal den Knochen und einmal das Halsband mit Glocke. Bitte schön. So, Stern Nummer 2 und auch Stern Nummer 3. Ach, cool. Boah, das ist ja richtig gut. Das ist ja echt mal gerade richtig gut. Aber gut. Erstes Kapitel, ne? Ist ja klar, dass es da noch einigermaßen gut läuft. Ich fände es ja echt mal toll. Das wäre für mich selber eine große Herausforderung und ein großer Erfolg, wenn ich tatsächlich jedes Level direkt beim ersten Mal perfekt abschließen würde. Aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Wobei das hier jetzt echt gut aussieht, ne? Ich hoffe, es geht so schön einfach weiter. Na, die Amy ist auch nicht ganz so... Ach, die Amy, die Lisa ist auch nicht ganz so schnell beim Aufräumen. Aber okay, 3560 Punkte schon. Das ist so gut. So, das für dich und das für dich. 1, 2, 3, 4. So, dann bist du auch fertig. Dann kann ich hier auch kassieren. Immer noch nicht Tagesende. Doch, jetzt Tagesende. So, Lisa räumt nochmal auf und du bekommst einmal den Knochen und das Blaue mit dem roten Herz. Bitteschön. Das dauert am Ende immer so lange, ne? Warum dauert das jetzt so ewig? Echt jetzt, das dauert wirklich immer, bis dann hier die letzten Punkte noch gezählt werden. Aber gut. Hey Lisa, gehen wir einen Kaffee trinken? Du weißt schon, den Kaffee? Ja klar, gehen wir zu Emilys. Dort gibt es den besten Kaffee der Stadt. Hört sich gut an, solange die dort meinen Salted Caramel Macchiato haben. Also, ich bin mir sicher, dass sie dir etwas Leckeres zaubern können. Amy, geht es dir gut, Liebes? Du schaust so gedankenverloren vor dich hin. Miss Butterworth erwähnte, dass du, sie sagte, dass du vielleicht in Rente gehst? Man sollte meinen, dass ich das in meinem Alter inzwischen begriffen habe. Es gibt in einer kleinen Stadt einfach keine Geheimnisse. Hör mir zu, Amy. Ich wäre natürlich überglücklich, wenn du die Klinik übernehmen würdest. Aber es ist dein Leben und es ist nicht fair, dich derartig unter Druck zu setzen. Ich weiß, aber... Kein Aber. Du hast hier immer dein Zuhause, aber das sollte nie eine Verpflichtung für dich sein. Derartige Entscheidungen sind schon schwer genug und auch ohne all die Meinung deiner Freunde oder der Familie. Du stehst jetzt auf deinen eigenen Beinen. Du bist eine starke Frau. Ich weiß, dass du ganz alleine die richtige Entscheidung treffen wirst. Die Übernahme dieser Klinik ist dabei nur eine von vielen Optionen. Ich liebe die Arbeit hier, Opa. Wirklich, du bewirkst so viel hier in der Stadt. Crystal hat mir einen Job in der fällig positiv Tierklinik in New York besorgt. Ich könnte dort auch so vielen Tieren helfen. Was auch immer du tust, du wirst etwas in dieser Welt bewirken. Davon bin ich überzeugt. Du weißt schon, dass ich dich liebe und immer unterstützen werde, oder? Ich weiß, Opa. Ich hab dich auch lieb. Oh. Ach, der ist so lieb, ne? Der ist echt so lieb zu ihr. So, und ich denke, wir alle wissen ja, welche Kapitel noch so kommen. Sie wird sich erstmal ausprobieren. Sie wird, ja, alles Mögliche testen. Und letztendlich wird sie wahrscheinlich wieder zurückgehen. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für diese Folge. Wir können noch mal kurz hier reinschauen. Das hier möchte ich. Das ist doch bestimmt ein Buch, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Nee, ein Bilderrahmen. Okay. Oder Spiegel? Wahrscheinlich ein Spiegel. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.